Wir sind heute zu Gast im Allianzzentrum für Technik. Hier beraten sich Experten, tauschen sich aus, wenn es darum geht, was bringt der Fahrradhelm. Sollte für Fahrradfahrer das Tragen eines Schutzhelms zur Pflicht werden oder nicht? Dies war zentrales Thema auf dem zweiten Autotag im Allianzzentrum für Technik in Ismaning. Diskutiert wurde mit Experten aus Sport, Medizin und Versicherung. Während viele Radfahrer eine Helmpflicht vehement ablehnen und sich sogar vorstellen könnten, das Rad in diesem Fall stehen zu lassen, sprechen viele Argumente für einen solchen Schutz. Allen voran fordert die Allianz eine allgemeine Helmpflicht für Fahrrad- und Pedelec-Fahrer. Schließlich ist in Deutschland an jedem vierten der rund 300.000 gemeldeten Straßenverkehrsunfälle ein Fahrradfahrer beteiligt. Und etwa jeder zehnte tödlich Verunglückte saß auf einem Fahrrad. Während die Zahl der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Personen insgesamt um 10% zurückging, nahm die Zahl der getöteten Radfahrer zu. Ja, ich denke, das präventive Element spielt natürlich die größte Rolle. Ich glaube, dass die Leute, die einen Fahrradhelm tragen, dass die wissen, dass wenn was geschieht, eben sie geschützt sind, dass damit Unfälle nicht unbedingt vermieden, aber eben von der Auswirkung her reduziert werden können. Das ist das Zentrale. Und wenn es uns gelingt, das in die Breite zu tragen, in die Bevölkerung, dann haben wir einen wesentlichen Beitrag geleistet. Der wichtigste Aspekt ist, dass sehr viele Verletzungen bei Fahrradfahrern einfach am Kopf passieren, besonders die schweren Verletzungen. Der Helm bewährt sich beim Aufprall sehr gut. Das heißt, sowohl beim Aufprall an dem PKW als auch auf dem Boden reduziert er die Schwere des Aufpralls deutlich. Die Fakten sprechen sehr dafür, Fahrradfahrer gewissermaßen vor sich selbst schützen zu müssen. Denn etwa ein Drittel aller Unfälle mit Schwerverletzten oder Toten sind Alleinunfälle. Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer, der ebenfalls Gast beim Allianz Autotag war, ist jedoch gegen eine generelle Helmpflicht. Er setzt auf Freiwilligkeit. Ich selbst setze nach wie vor nicht auf eine gesetzliche Zwangsregelung, sondern ich setze auf Freiwilligkeit. Wir haben derzeit eine Helmtragequote in Deutschland von etwa 11%. Das ist mir deutlich zu wenig. Ich erwarte mir, dass wir in den kommenden Jahren so etwa auf 50% kommen. Dann wäre im Hinblick auf die Sicherheit von Radfahrern schon sehr viel gewonnen. Wie wichtig vor allem für Kinder das Tragen eines Helmes ist, zeigt Willi Weitzel in seinem Film Fahrradfahren immer mit Helm, der auf dem Autotag zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die von der Allianz, dem DVR und AVD unterstützte DVD wird bundesweit an allen Schulen ausgegeben. Sie soll die Kinder frühzeitig für das Thema sensibilisieren und das auf gewohnt spielerische Willi Weitzel Art. Dabei ist der Entertainer gewissermaßen Überzeugungstäter. Ich glaube, die ursprüngliche Motivation kam einfach daher, dass ich selbst mal als Kind einen Fahrradunfall hatte, wo ich auf den Kopf gefallen bin ohne Helm. Ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt schon Helme, aber die waren einfach überhaupt nicht so üblich. Hatte irgendwie ein Jahr Kopfschmerzen, das ist Gott sei Dank dann ohne größere Folgen geblieben. Und wenn ich jetzt mit dem Film dazu beitragen kann, vielleicht ein Kind davor zu bewahren, was ich da durchgemacht habe in dem Jahr, dann ist es schon Motivation genug für mich, da mitgemacht zu haben. Ein Highlight der Veranstaltung waren mit Sicherheit die artistischen Einlagen von Thomas Oehler, der eindrucksvoll zeigte, was mit einem Zweirad alles möglich ist. Er ist Welt- und Europameister im Trialbiking und kennt die Gefahren eines Sturzes gut. Ich muss sagen, ich stürze relativ selten. Also das ist eine der Geschichten, die mir ein bisschen als Sportler ausmacht. Ich bin immer relativ sicher unterwegs. Hat aber auf jeden Fall schon einige Situationen gegeben, und gerade beim Mountainbiken, mit dem Vollwiesehelm eher dann, wo mir der Helm auf jeden Fall gut geholfen hat, und das hat man auch auf dem Helm dann gesehen, dass der seine Arbeit verrichtet hat. Eine generelle Helmpflicht für Fahrradfahrer ist politisch umstritten und wird auch in der Gesellschaft unterschiedlich bewertet. Will man aber auch künftig auf entsprechende Vorschriften verzichten, wird noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden müssen, um persönliches Leid so gering wie möglich zu halten.